Einfach nicht schlecht. Hallo und herzlich willkommen zu dieser fantastischen Ausgabe von Moin Moin. Wir dachten uns, Leute, heute ist so ein schöner Tag, die Sonne scheint. Warum denn immer drin sitzen? Warum denn immer in diesem muffigen Studio sitzen und über alle Sachen reden? Wir gehen heute... Eddie! Hey, Florentin! Was hast du denn hier? Hi, Alter, was machst du? Ich dachte, ich mach Moin Moin. Wie geil, du machst heute Moin Moin? Deshalb das ist ja dein Moin Moin. Ja, ich habe auch ein Mikrofon angezogen, weil ich dachte, ich mach Moin Moin. Ah, bist du denn unterwegs oder was? Wo fährst du denn hin? Wir sind mal mit dem Fahrrad unterwegs hier. Kann ich mitkommen oder was? Kann ich hinten aufsteigen? Ja, klar. Ja, geil. Ja, guck mal, ich habe einen zweiten Sitz, so. Aber lass den Sattel bitte frei. Ja, ja, klar. Okay. Alles klar. Wo willst du denn hin? Ey, hast du Bock, heute mal schön einen kleinen Ausflug ans Wasser? Ja, ein bisschen Entspannung, ein bisschen die Sonne genießen, ein bisschen relaxen, bis auf den Rücken legen. Nee. Hast du Bock? Null. Nee? Ja, McDrive, klar. Oder McDrive? McDrive. Geil, Alter. Mega gut. Ich würde sagen, ab zur Elbe. Ab zur Elbe. Ich habe keine Ahnung, wo die Elbe ist, aber wir finden sie schon. Das ist ein Berg hier in Hamburg. Immer den Möwen nach. Ja, da komm. Okay, los geht's. Moin Moin und hallo. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Heute aus dem Baumarkt bei unseren Freunden von Obi. Und ratet mal, wen ich hier getroffen habe. Ich wollte einfach heute einen Moin Moin aus dem Baumarkt machen, weil ich fand, das war eine super geniale Idee. Und dann gucke ich mich hier so um und dann, entschuldigen Sie, ha, Florentin! Eddie, Alter, was geht, Mann? Was bist du denn hier? Geil! Wahnsinn! Du, ich bin hier ganz privat irgendwie, ich will einfach für eine einfach Wohnung so, ein bisschen neu einrichten, irgendwie ein bisschen, Vorsicht, Vorsicht. Oh ja, kein gerne Problem, doch. Können wir helfen können. Ey, ich habe einfach Bock, irgendwie ein bisschen meine Wohnung ein bisschen umzuräumen, ein paar neue Möbel, ein bisschen was selber bauen, irgendwie ein bisschen in die Hand nehmen einfach. So neues Leben, neue Wohnung, irgendwie ein bisschen was in die Hand nehmen und Baumarkt. Baumarkt, oder? Ey, Baumarkt ist für mich das Gefühl von Hoffnung, von Zukunft, von Träumen. Man kauft hier keine Gegenstände, man kauft hier Wünsche, Träume und die Zukunft. Freiheit. Freiheit. Es ist wirklich Freiheit. Es ist erwerbbare Freiheit. Es gibt nichts, was es in einem Baumarkt nicht gibt. Was man zumindest sich in seiner Fantasie nicht vorstellen kann. Ja, sag mal, hast du Lust? Hättest du jetzt Zeit irgendwie so für, ich hab Zeit für ein, zwei Moin Moins? Ja klar, warum nicht? Mensch, lädst du mich ein oder was? Ja, dann komm, dann gehen wir einfach mal rein und gucken mal, was wir so finden. Geil, geil. Das ist ja der Hammer, komm. Das ist nicht schlecht. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin, hier live aus Guatemala vom Guatemala-Kanal. Und ich habe mir heute überlegt, bei 43 Grad im Schatten, was kann man am besten machen? Genau. Rudern, Kanu fahren, paddeln, wie ihr es auch immer nennen mögt. Also kommt mal her, ich zeige euch mal mein Schiff. Wow, Alter, was geht?
Eddie? Florentin! Was machst du denn hier, Mensch? Du in Guatemala? Ja klar, Mann, ich achte ja. Wie geht's dir? Bist du immer noch hier bei, ja. Bei Bonja, oder? Bonji. Ja? Ja, geil. Bei den Bonjis. Was machst du hier? Ja, ich arbeite hier ein bisschen. Du hältst Ferienjob du ein bisschen, ja. Hast du Bock, ein bisschen zu rudern, oder was? Auf jeden Fall. Kann man einfach so, du auch, oder was? Nee, du, ich muss hier gucken. Ach, komm mal kurz mit rein, ey. Meinst du? Einfach reinhüpfen. Ich zeig dir ein bisschen die Gegend, oder? Ja, okay, alles klar, cool. Komm, ja, dann lass doch zusammen rein, rudern, ey. Das wäre doch geil. Das ist ja ein Zufall. Okay. Herzlich willkommen. Moin, moin. Und hallo hier aus Ibiza. Das ist natürlich Quatsch. Wir sind hier auf der Wakeboard- und Wasserskianlage Hamburg-Harburg. Und mit wir meine ich. Es hat ein bisschen länger gedauert, technische Probleme. Ihr kennt das. Es ist nicht so einfach, hier in der Karibik Empfang zu kriegen. Florentin, Bill? Eddie? Hä? Eddie, was machst du denn hier? Ich mach grad hier einen Moin Moin. Ich muss gerade auf Wasser aufpassen, aber hi. Hä? Gut siehst du aus, Mensch. Wow. Ist doch schön. Was mach? Ich mach grad hier Moin Moin. Ach geil, du machst das noch, oder was? Ja, mach das noch. Ach, das ist doch cool. Jetzt hallo. Mit Corny zusammen. Corny. Ach, Corny? Ja, Corny. Aber ist das nicht dieser leichte, schmackhafte Snack, mit dem man gut in den Tag starten kann? Ja, genau. Ist doch perfekt. Du brauchst im Prinzip nicht mehr frühstücken. Ich hasse Frühstück. Moin Moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Moin Moin. Hashtag nix wie raus. Heute vom wunderschönen Ort namens Ratzeburg. Wer kennt ihn nicht? Ratzeburg ist bekannt für diesen weißen Griff, der sehr massiv ist. Ein toller Griff. Kommt nach Ratzeburg, guckt euch diesen Griff an. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was mich erwartet, aber ihr habt abgestimmt, denn wir haben euch die Möglichkeit gegeben, auszuwählen, was heute passieren soll. Und mit einer überragenden Anzahl von über 20.000 Stimmen, ihr hättet Baggerfahren nehmen können, ihr hättet Bogenschießen nehmen können, ihr hättet Crossgolf nehmen können, ihr hättet Eisenbahndresine nehmen können. Nee, warte, das habt ihr genommen. Ihr habt Eisenbahndresine genommen mit 32%. Über 20.000 Leute haben abgestimmt. Mit dem Ding könnte man hier fahren. Florentin? Eddie? Bist du das? Hi. Na, woher weißt du, wo ich wohne, Eddie? Hi. Florentin, Bill? Was machst du? Ja, freut mich, dass du mich mal besuchst hier zu Hause. Wie besuchst? Komm her. Ich bin hier zum Moin Moin Dresine fahren. Ach so. Was machst du denn? Hi hier? Eddie, hallo. Hey, ne? Komm mal her. Du, warte, ich hab ein bisschen was für dich vorbereitet. Komm mal her. Komm ruhig mal rein. Ja, ich hab genug Platz. Du wohnst hier oder was? Ich wohne hier, ja. In Ratzeburg. Ich wohne in Ratzeburg, klar. Der wohnt in Ratzeburg. Achtung, ich hab was für dich vorbereitet. Pass auf. Das ist hier, das ist mein Kunstwerk. Und jetzt pass auf. Achtung. Ich hoffe, man hört es. Da, 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 da. Game of Thrones, liebe ich. Hammer! Florentin Wilk, Ratzeburg. Was machst du hier, Eddie? Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin, Hashtag nix wie raus. Okay, heute ein bisschen Hashtag nix wie rein. Das Wetter war nicht so geil und wir hatten einfach Bock, was zu machen, was einfach in der Form heute nur hier geht. Mit Pfeil und Bogen in Hamburg. Und ja, guckt euch das mal an hier. Hier gibt's Dartscheiben, Bogenscheiben, also Zielscheiben und Florentin? Eddie? Das ist ja, also langsam wird es echt ein bisschen albern. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich bin hier mitten in Hamburg beim Bogenschießen, wer kommt rein oder was? Alter, ich wollte nur gerade sagen, weil bei mir tropft es unten durch die Decke und ich wollte nur mal gucken, was hier oben los ist und jetzt... Wie, du wohnst? Ach, jetzt... Du wohnst hier unten runter, oder? Hi, Eddie, Mann, was geht? Hey, na? Geht's dir gut? Ja. Ach, ich wusste gar nicht, dass hier so eine, was ist das hier, so eine Kartbahn oder was hier oben ist? Nee. Hier, das ist Bogenschießen. Ach, Bogenschießen, ach, das ist geil. Das habe ich als Kind auch immer gemacht. Da, ja, das hat total Spaß gemacht. Du wohnst hier unten drunter oder was? Ja, ja. Ja, wir machen gerade Moin Moin, hier Corny, Cornyletics. Ach geil, nix wie raus. Nix wie raus. Ach so, und da dachtet ihr, wir gehen hier in so einen Hallenbogenschießanlage. Ist auch gut. Willst du mitmachen? Ich habe Zeit. Ich habe nichts vor. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Moin Moin. Heute Hashtag nix wie raus, Cornyletics. Wir freuen uns sehr, dass Corny uns wieder irgendwo hingeschickt hat. Uns, damit meine ich mich und die Evi, die heute hier ist und mal vielleicht ganz kurz erklären wird. Ganz kurz, sorry. Florentin?
Freddy? Florentin Will, meine Damen, was machst du denn hier? Hallo, hi, freut mich. Schön. Hey, ich schaue mich hier gerade ein bisschen um. Überleg gerade irgendwie einen neuen Pferdestall zu mieten und so. Wir machen ja gerade Moin Moin und wollte gerade mal... Ach, du machst das noch? Ja, wir machen noch Moin Moin. Conninetics, Hashtag nix wie raus. Ach geil, ja, freut mich. Hallo. Hallo. Hallo, Florentin bin ich. Das ist Evi, das ist Florentin. Hi, ich bin Etienne. Ja, wenn wir schon mal da sind, ich kann euch ein bisschen rumführen. Ein bisschen die Pferde zeigen. Moin Moin und hallo. Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe. Moin Moin. Heute mal wieder ein Outdoor Moin Moin. Danke an Jochen Schweizer, die das möglich gemacht haben. Ich bin hier bei den Rittpiraten in Hamburg ich weiß nicht, ist das schon das Hafenbecken? Ich weiß nicht, auf jeden Fall am Wasser. Das ist irgendwie, hier sind auf jeden Fall Boote, Schiffe. Wir werden gleich mit einem Highspeed-Boot, so einem, werden wir hier gleich loslegen. Und ich habe gehört, die Dinger fahren bis zu 400, 500 Kilometer am Tag. Man weiß es nicht so genau. Ich glaube, das hier ist es. Wir haben da schon ein paar GoPros anbringen lassen. Und ja, man muss einfach mal die Aussicht... Ist das? Florentin? Eddie? Das ist Tini! Eddie. Eddie, ja, was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Hey, Eddie, hallo. Hey, freut mich. Hi. Hey. Mensch, ist jetzt irgendwie, machst du jetzt so eine Prankshow oder was? Wir wollten jetzt hier Moin Moin drehen. Du machst noch mal Moin. Ja, wir machen das noch. Ach krass. Wir machen das noch. Ach krass, okay. Ja, cool. Ich bin hier privat einfach ein bisschen zum Entspannen, relaxen irgendwie. Ich habe hier mein eigenes Boot und hier das Stardust. Stardust. Das ist mein kleines, schön. Kleine. Stark. Ja. Und du bist öfter hier? Ich bin öfter hier, ja. Aber ey, viel Spaß, ne? Aber du willst mitmachen? Wie? Ja, ich werde jetzt hier so ein Ding steuern. Ah, okay. Ja, interessant. Hast du ja. Bock? Oder hast du was vor jetzt? Eigentlich hätte ich wollte dich jetzt auch nicht stören. Ich schreibe gerade an meinem Roman halt so ein bisschen. Ich versuche im Kopf gerade so die Figuren durchzugehen. Aber wenn du sagst, ja klar, nee, kann ich auch bei dir bei deinem Morgen mitmachen. Was sagt ihr? Soll Florentin mitmachen? Haben wir noch ein Mic? Hallo? Ach so, ja nee, das habe ich noch von früher. Das hast du einfach. Das habe ich noch von früher. Da ist das Mic. Klar. Krogi, guck mal hier. Zeig mal Krogi. Ja, super. Da ist es, Mike. Die sehen auch alle so aus, als würden sie gerade so einen Uranunfall aufräumen. Es ist einfach so, alle haben Schutzwesten an, nur wir nicht. Wir holen uns jetzt Schutzwesten. So ein bisschen pass auf, Leute, wir holen uns Schutzwesten, weil es wird so schnell. Ich bin auch kein Fan von Leuten, die sagen, du musst die beste Klasse spielen, die Klasse ist scheiße. So, spiel das, was dir Spaß macht, worauf du Bock hast. Mhm. Weil du wirst mit diesem Charakter sehr, sehr viel Zeit verbringen. Das ist richtig. Und das ist so, wie wenn du den... Ja, ich habe... Keine Ahnung, ich kann keine Metaphern außerhalb von WoW bringen. Wenn du den Hund kaufst. Ich weiß gar nicht, wenn du den Auto kaufst, ist es nur schnell ist. Aber du musst halt auch manchmal nur zum Supermarkt 3 Minuten fahren. Ja, aber das stimmt. Ist ja, das ist auch eine blöde Metapher. Aber schnelle Autos machen eh keinen Sinn mehr, weil ja bald die Begrenzung kommt von 120. Das ist wie wenn du dir eine Leiter kaufst und automatisch die längste Leiter kaufst. Ja, und aber die ist Häuser, manchmal ein bisschen zu sperrig. Ja, oder und du die ist doppelt so hoch wie dein Haus. Genau, das meine ich. Du kaufst die längste Leiter, aber es gibt eine Begrenzung. Alle Häuser dürfen nur maximal 5 Meter hoch sein und deine Leiter ist aber 10 Meter hoch. Richtig. Du bringst die nie zum Einsatz. Ja. Oder wenn du dir ein Kind aussuchst und du nimmst das Größte. Ja. Und irgendwann denkst du, hätte ich doch das Klügste genommen. Das lebt ja auch noch länger. Verstehst du? Du weißt ja die Kriterien, die tatsächlich wichtig sind, nicht am Anfang. Es ist so, wir kommen nie zusammen irgendwie. Wir sind alle Fans von Angeln, aber wir sind an verschiedenen Seen. Ja, und angeln auch unterschiedliche Fische vielleicht. Richtig. So. Was sagst du meinen Metaphern? Werden sie besser langsam? Doch, ich bin begeistert von deinen Metaphern, wirklich. Ja? Wenn deine Metapher eine Metapher wäre, dann wäre sie wahrscheinlich ein See mit vielen Fischen oder so. Ich finde, Metaphern sind ja so ein bisschen wie Ferrero-Küsschen. Ich muss kurz überlegen, wo der Ansatzpunkt ist. Die sind, man darf nicht zu viele auf jeden Fall. Richtig, zu viel, dann wird einem schlecht. Dann wird einem schlecht, genau. Und manchmal ist auch keine Nuss drin. Mein Becher. Ist das wirklich so? Oh, okay, schönes Frühstück, schöne Tasse. Ich weiß nicht. Ich bin bei Tellern immer skeptisch, die nicht einfach weiß sind. Ich habe das Gefühl, im Jahre 4, Jesus Christus Jahre 4, hat man gesagt, Teller weiß, oder? Ja, weiße Teller, machen wir. Und alle so, ja. Und einfach 2015 Jahre später, die haben gesagt, nee, wir machen hier so Striche drauf und kleine Muster und so, dass du deinen Ketchup nicht mehr findest. Das war echt eine furchtbare Zeit. Also es ist so eine zweischneidige Sache, weil natürlich viele Leute haben keinen Bock auf Kleingeld, aber Bargeld ist dann trotzdem noch emotional behaftet. Ich habe letztens an der Kasse gehört, da habe ich einkaufen und die Dame vor mir hat auch eingekauft und dann hat der Kassierer gefragt, ja, bar oder mit Karte? Und hat sie gesagt, ja, bar, bevor sie uns das Bargeld auch noch wegnehmen. Und es war so ein Satz, wo alle so...
okay, ich weiß nicht, auch noch wegnehmen. Ich weiß nicht, wer, was uns weggenommen wird und wer damit gemeint ist. Sehr, sehr allgemeine Aussage, bevor sie uns das Bargeld auch noch wegnehmen. Sind wir so alltags, so, die vielleicht, keine Ahnung, ist die Verschwörungstheoretikerin und hat irgendwie total große Theorien. Es ist schwer, das in den Alltag reinzubringen. Man muss es mit so sehr vagen Ausdrücken machen dann so. Und dann vor allem der Kassierer auch so, man kann nicht drauf reagieren. Man kann nicht drauf reagieren. Aber viele Leute haben Bock auf Bargeld, ist ja auch verständlich an sich. Aber ja, wie gesagt, wenn das, ich hab nur Angst, dass das Bargeld entwertet ist. Ich habe Angst, dass ich irgendwann mal in Malmö bin oder so, verflixte Klicksmeisterschaft wie jedes Jahr. Und dann in der Zeit wird das Kleingeld entwertet und die 21-Cent-Münzen sind nichts mehr wert. Und ich verliere locker 60% meines gesamten Vermögens, weil die 1-2-Cent-Münzen raus sind. Da hab ich keinen Bock drauf. Also bitte schreibt mir das. Falls wirklich jemand uns das Kleingeld wegnehmen will, ich werd das verteidigen. Beim Millennium Falcon, da war doch auch immer, da war das Cockpit doch auch mal ganz rechts. Da denkt man nicht dran, ne? Das ist auch irgendwie, glaube ich, in den Filmen immer relativ inkonsistent behandelt worden. Bei Millennium Falcon ist das Cockpit ganz rechts außen. Ich weiß auch nicht warum, das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber ganz kurz. Der Millennium Falke, so. Hier, das Cockpit ist hier rechts vorne. Das ist das Cockpit. Und ich glaube nicht, dass das in den Filmen konsequent so gehandhabt wird. Weil du musst ja dann immer, die haben ja dann immer so diese Manöver, wo sie so seitlich fliegen. Was bei einem Flugzeug man ja gut machen kann, weil wenn man sich so neigt, dann bleibt das Cockpit ja auf einer Ebene. So, dann bewegt man sich nur nach rechts. Aber im Millennium Falken, wo das Cockpit hier ist, jedes Mal, wenn du dich bewegst, bewegst du dich so nach oben. Und die müssten eigentlich so die ganze Zeit durch die Gegend geschüttelt werden. Und es ist auch einfach die maximal bescheuerte Idee. Was ist das denn jetzt? Ich will einfach nur das Bild anschauen. So, hier, da ist das Cockpit. Und es ergibt überhaupt keinen Sinn. Man würde das sofort abreißen. Das ist wie so ein Rückspiegel, wo du einfach irgendwo vorbeifliegst und zack. Und dann würdest du einfach so, oh shit, ein bisschen zu weit rechts, ratsch. Und dann ist das Cockpit weg. Alle sind weg, aber das Raumschiff fliegt halt noch weiter. Und dann ist irgendwie gerade so C3PO in der Küche so, Leute. Und dann stürzt man langsam ab. Total bescheuert, die Idee ist auch so, wie können wir das Raumschiff cool machen? Und dann denkt man sich so, ja, macht das Cockpit rechts. Und dann denkt das aber keiner mehr durch, warum das so ist. Aber was ich mir letztens tatsächlich gedacht habe, warum sehen Raumschiffe manchmal so bescheuert aus? Und dann dachte ich mir, ja klar, weil die müssen nicht auf Luftwiderstand achten. Ein Raumschiff muss nicht auf Luftwiderstand achten. Das heißt, ein Raumschiff kann auch einfach aussehen wie ein Besen. Einfach oder so seitlich. So, das ist ja dann egal. Also angenommen, du hast jetzt so eine lange Wurst. Ob die jetzt so fliegt oder so, ist ja dann egal, weil es gibt ja keinen Luftwiderstand. Oder gibt es dann doch noch irgendeine Form von Widerstand? Aber eigentlich nicht. Der kann ja wirklich aussehen, wie er möchte. Das kann ja aussehen wie so ein Flamingo irgendwie, so seitlich. So oben. Oder irgendwie was ganz Merkwürdiges. Irgendwie so eine Mundharmonika. Ist völlig egal. Und man denkt sich, ah, das sieht scheiße aus, das ist dumm. Aber es ist egal. So, wie würden Flugzeuge aussehen, wenn man nicht auf Luftwiderstand achten müsste? Eigentlich gar nicht so doof, weil zum Beispiel dieses Design hier, dass es so flach ist und vorne spitz zuläuft, das ergibt nicht so viel Sinn. Es müsste es ja eigentlich nicht. Es könnte ja auch andersrum aussehen. Oder es könnte irgendwie einfach nochmal hier so einen riesigen Stiel nach oben haben. Oder so seitlich. Oder so wie so eine Hand. Es kann aussehen, es könnte ein Raumschiff wie so eine Hand aussehen, das einfach so fliegt. Und dann hier oben sitzen dann die vier Piloten drin. Und dann der eine ist so ein bisschen seitlich. So, das ist dann der. Der ist dann so seitlich. Braucht man immer. So könnte man fliegen, weil es ist egal. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Letztens, ich weiß nicht, habe ich in der Schule immer gemacht. Hab aus jedem meiner Teile, die ich dabei hatte, habe ich ein Raumschiff gemacht. Und dachte mir immer, wie würde das fliegen? Und auch so beim Tischtennisschläger, dachte ich mir, wenn ein Tischtennisschläger. Ich denke mir eigentlich immer bei jedem Objekt, wenn es ein Raumschiff wäre, wie würde es genau fliegen? Wo wäre das Cockpit? In welche Richtung wird es fliegen, wie wird es manövrieren? Und beim Tischtennisschläger ganz klar, Cockpit ist vorne im Stiel drin, vorne im Schaft drin, klar. Aber eigentlich muss das gar nicht sein. Der kann ja auch aufrecht fliegen und das Cockpit ist ganz oben, dass man ganz weit gucken kann. Raumschiffe müssen nicht auf Luftwiderstand achten. Jetzt habt ihr auch mal was gelernt. Ich hoffe, das stimmt so halt einigermaßen. Bin ich hier im Lego Millennium Falcon drin hier. Free Blue Bricks, Leute. Falke. Das heißt, es gibt Falken im Star Wars-Universum, ne? Manche Fische haben weit ab vom Kopf Muster, die aussehen wie ein Kopf, damit Feinde erst dort angreifen. Wenn der Falcon seitlich das Cockpit hat, dann überlebt es bei einem mittigen Angriff, weil Feinde denken,
Ist ja eh immer mittig. Ah, okay. Also erstmal zwei Punkte. Versuchen Feinde direkt das Cockpit abzuschießen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, oder? Das Cockpit müsste doch relativ gut geschützt sein. Aber ich weiß es auch nicht genau. Und das ist schon abgefahren, einfach so. Geniale Idee, oder? Geniale Idee. Wir malen uns ein Gesicht auf den Rücken, damit uns Feinde in den Rücken beißen. Ja, aber Karl, wollen wir denn, dass uns Leute in den Rücken beißen? Naja, wäre es nicht besser, wenn wir einfach vielleicht unseren Rücken so bemalen, als wäre da irgendwie eine Biene oder irgendwas Bedrohliches oder irgendwie, irgendwie keine Ahnung, so eine Steckdose, dass die Leute da nicht hinwollen? Ja, aber dann beißen die uns in den Rücken rein. Ja, aber vielleicht, wie wär's denn, wenn die uns gar nicht beißen? Ja, nee, nee, die sollen uns schon in den Rücken reinbeißen. Spreche ich jetzt mit deinem Rücken oder mit deinem Gesicht gerade? Wo bist du denn? Ich bin hinten gerade. Karl? Wer? Wo bist du gerade? Womit spreche ich gerade? Damit die uns... Das wäre doch cool, wenn die uns in den Rücken beißen würden. Karl, warum bist du eigentlich immer der Chef? Warum triffst du die Entscheidungen? Also keine gute Idee. Abgelehnt. Abgelehnt. Das Cockpit ist seitlich, weil die Feinde in die Mitte schießen. Ich weiß nicht, ob deine Prämisse stimmt, dass man das Cockpit abschießen will, ehrlich gesagt. Weil das Cockpit ist sehr klein im Vergleich zu einem Raumschiff. Ich glaube nicht, dass man das will. Ich glaube, man will dann irgendwie auf den Schildgenerator oder die Triebwerke oder dann den Benzintank oder so. Irgendwie dann den Öltank, der da hinten rum geht. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es lohnt sich nicht, aufs Cockpit zu schießen. Klar, wenn man trifft, ist natürlich gut. Aber ich weiß nicht, ob es nicht zu klein ist, ehrlich gesagt. Und hier übrigens den Millennium Falcon muss man auch jetzt mal aufklären irgendwie. Ich bin immer 2 Moin-Moins her. Ich hatte mich ja beschwert, dass beim Millennium Falcon das Cockpit rechts ist, was ja total bescheuert ist. Mir wurde erklärt, warum das so ist. So, und zwar ist das der Millennium Falcon, wissen die meisten nicht, ursprünglich ein solches Transportschiff. Und hier vorne, wo die Lücke ist, da steckt hier diese Container drin. Ich find's auch ganz geil, dass im Star Wars-Universum in der Zukunft die immer noch diese schönen, bunten Hamburger Hafen-Container-Dinger benutzen und einfach sagt, ist ein System, das funktioniert, ja. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass das Cockpit hier rechts ist, damit er da auch vorbeigucken kann. Auch wenn er natürlich in seinem Sitz immer noch den hier machen muss die ganze Zeit, das reicht dann trotzdem nicht. Aber so hat es eigentlich funktioniert. Und ja, muss alles genormt sein. Obwohl eigentlich Star Wars verrückterweise spielt ja in der Vergangenheit. Ne? Es war einmal vor langer Zeit. Das heißt, eigentlich sind unsere Container nur noch ein Überbleibsel dieser Star Wars Zivilisation. Und gut, nehme ich also zurück. Der Millennium Falcon ist super toll und super krass. Deswegen ist er auch so schnell. Weil er eigentlich dazu gedacht ist, das zu schieben. Das ist wie wenn eine Schildkröte keinen Panzer hat. Die bam, bam, das ist das schnellste Tier des Tierkönigreichs. Wenn die einfach mal ihren Panzer zu Hause lassen würde, oder zip, 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 würde die richtig abgehen, aber macht sie nicht. Ja, und genauso ist der Millennium Falcon so schnell, weil der normalerweise dafür ausgelegt ist, dass der hier noch so 200 Tonnen schickt oder sowas. Und gut, also auch das nehme ich zurück. Das ist der normale Kreislauf eines Moin Moins, ja. Missverständnis, steile These und dann, ich nehme alles wieder zurück. Sorry, ich habe mich geirrt. Ja, ich wurde auch darauf hingewiesen, dass es viele Künstler gibt, die aus Alltagsgegenstände Raumschiffe machen. Sehr, sehr cool, habe ich mir alles angeschaut. Auf jeden Fall richtig toll. Aber gut, von mir aus. Ah, okay, hier haben wir aber auch schon jemanden, der ein bisschen skeptisch ist. Hier, nämlich die Rollachse, wenn er sich bewegt, ne? Roll axis when viewed from the cockpit. Also wenn er sich neigt, sieht man es im Cockpit. Aber eigentlich sollte es hier sein. Ja, der Millennium Falcon ist einfach... Und im Ernst, im Leben hat sich das doch niemand... War das von Anfang an so geplant, dass es so ein Cargo-Ship ist? Oder haben die irgendwann gedacht, fuck, das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Warum hat er so einen Schlitz vorne? Warum ist das so? Ja, dann macht er das halt so. Aber er ist ja eigentlich ein Schmugglerschiff, ne? Stimmt schon, ne? Millennium Falcon, der Han Solo ist ja Schmuggler. Das heißt, der tut ja so, als würde er normale Waren transportieren, hat aber dann eigentlich noch mal schön hier irgendwie die blaue Milchkonfitüre dann im unter den ganzen Platten, wo dann natürlich der geniale Schmuggler Han Solo seine Sachen versteckt unter dem Boden. Genial. Ja, also da kommt auch niemand drauf,
dass man sagt, was hast du da unterm Boden? Aber gut, okay, völlig in Ordnung. Er ist erfolgreicher Schmuggler. Aber okay, von mir aus. Okay, dann ergibt es schon Sinn. Okay, okay, von mir aus. Gut, ich nehme alles wieder zurück.